Hey Tim! Hey, na? Na, was machst du? Ich spiele nur ein bisschen Elden Ring. Auf PS5 oder wie? PS5, ja. Tolle Konsole. Ja, tolle Konsole. Ich hatte schon so viele Megastunden da drauf. Sag mal, was sind eigentlich deine liebsten PlayStation 5 Spiele? Und da habe ich jetzt gerade gar nicht so die Zeit für. Guck dir am besten mal meine Top-Liste auf YouTube an. Da erfährt man das auch immer am besten. Da habe ich das am besten ausgearbeitet. Ja, würde ich ja, aber du hast doch noch keine Liste online. Ich habe noch keine Top-Liste zu PS5? Mm-mm. Und da das natürlich gar nicht klar geht, habe ich gedacht, komm, wir machen einfach mal direkt eine Top 20. Denn das ist ja schon wirklich jetzt lange her, dass es die PS5 gibt. Und ich habe in der ganzen Zeit schon ganz, ganz viele tolle Spiele gespielt. Aber ich will gar nicht lang schnacken. Alle Spiele, die ich auf der PS5 gespielt habe, die ja auch in der Zeit rausgekommen sind, egal ob Multiplattform oder PS5 exklusiv, Hauptsache ich habe sie auf der PS5 gezockt. Viel Spaß mit der Top 20. You cannot run forever. Noch habe ich es gern, es wird garantiert demnächst rausfliegen, Sonic, wie heißt der Scheiß, Sonic Frontiers. Obwohl ich viel an diesem Spiel nicht gut finde und immer noch denke, dass Sonic Frontiers von der Formel irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und sie das mit dem Open World irgendwie nicht so richtig ausdesignt haben, hatte ich meinen Spaß mit diesem Spiel. In den ersten beiden Welten. Dann war es mir tatsächlich ein bisschen zu linear und dann hat sich auch das Ganze mit dem freien Erforschen auch wieder erledigt. Die Musik ist der absolute Knaller und diese paar Classic Stages, die dann sich halt irgendwann nur noch wiederholt haben, haben mir halt auch am Anfang echt Spaß gehabt. Und wenn ich halt die ersten 15, 10 Spielstunden zugrunde lege, dann hatte ich tatsächlich viel Spaß mit diesem Spiel. Leider hat es nicht für mehr gereicht, da es wie gesagt irgendwann einfach immer dasselbe war. Aber hey, immerhin auf Platz 20 noch geschafft. Sonic Frontiers. Sehr ähnlich tatsächlich ist es mit Wild Hearts, denn das ist ja ein Monster Hunter-Klon und ich bin ein großer Monster Hunter-Fan. Das Problem ist halt, dass Monster Hunter halt immer noch Spaß macht und man immer noch Bock haben kann mit Monster Hunter. Und Wild Hearts es irgendwie nicht schafft, den eigenen Take wirklich gut umzusetzen. Ich fand die Monster wunderschön, ich fand die Welten wunderschön, bei der Musik hört es schon so ein bisschen auf und sie haben auf jeden Fall etwas komplett Eigenes draus gemacht und ganz, ganz tolle, viele eigene Ideen gehabt. Aber das mit diesem komischen Kistenbauen, dieses Fortnite-Bauen, hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Das hat mich total rausgebracht. Genauso finde ich, dass halt viele von diesen Bossen nicht so perfekt ausdesignt sind, sondern eher auf großes Kling-Bim ausgelegt sind. Deshalb hatte ich dann auch hier nach ungefähr 10, 15 Spielstunden nicht mehr ganz so den Spaß und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Spiel spielen möchte, wo ich große Monster kloppen möchte, dann spiele ich halt lieber wieder Monster Hunter Worlds, denn da wäre tatsächlich noch ein bisschen Content für mich zu tun, bei Monster Hunter Rise genauso. Und solange halt Monster Hunter immer noch da ist und mir so viel mehr Spaß macht, habe ich für mich keinen Grund gesehen, Wild Hearts zu spielen, weil für mich die Alternative eben nicht gezündet hat. Sehr, sehr schade, denn viele tolle Ansätze sind auf jeden Fall da. Tame a world gone wild. Dieses Spiel ist noch sehr weit unten, da ich noch nicht so viel von diesem Spiel gespielt habe, beziehungsweise ich habe auch sehr, sehr viel zugeschaut. Aber Coral Island könnte demnächst tatsächlich für mich das sein, was bei mir herrscht, eine Lücke nach, ein Verlangen nach Stardew Valley. Stardew Valley ist mein absolutes Lieblingsfarmspiel. Aufbauspiel, wie auch immer. Und der Macher arbeitet ja an Haunted Chocolatier und der andere Macher an so einem anderen City Game. Aber solange die Spiele nicht da sind, kann ich halt viele dieser anderen Farming-Aufbau-Games nicht mehr so wirklich genießen, weil es Stardew Valley gibt. So, aber Coral Island, das, was ich bisher gesehen habe, macht super viel Spaß und ist eben genauso süß. Es ist mit super viel Liebe und mit super viel Inhalt ausgestattet, sodass du... Also wir haben am Anfang eigentlich kaum uns wirklich mit der Farm beschäftigt. Wir sind rumgelaufen, wir haben geguckt, was man für Hunde freischalten kann, haben die Menschen kennengelernt, haben erstmal geguckt, wie man den Ozean unten sauber machen kann und was man noch so freischalten und entdecken kann. Das Spiel hat super viel zu tun und hat einen ganz, ganz tollen Charme und ich freue mich sehr, dieses Spiel demnächst nochmal zu entdecken. Aber im Moment reicht es erstmal nur für Platz 18. Thank you.
mag es ja, wenn Spiele es schaffen, ein Feature, was es so in dieser Form an sich schon gab, trotzdem zu nehmen und umzusetzen und komplett damit auszurasten. So war das bei Tesla gerade oder bei vielen anderen Spielen von früher. Aber anbauend hat sich eben diese eine Idee genommen, das Weltenshifting, und dass du dann eben von den verschiedenen Welten immer wieder in die andere kommen musst, um da dann eben weiterzukommen. Prince of Persia hat das zum Teil benutzt und viele andere Spiele nutzen dieses Feature immer so in Stücken. Und anbauend hat sich gedacht, das ist mein Feature. Und dieses Spiel macht bisher super viel Spaß. Auch ein Spiel, was ich unbedingt noch weiter und vor allem durchspielen muss. Das, was ich bisher gesehen habe, hat sehr starke Ori and the Blind Forest Vibes von der Gestaltung, von den Hintergründen her. Sehr malerisch, sehr traumhaft, sehr wunderschön. Und Gameplay passt auch. Und mal gucken, was dieses Spiel noch schafft, wenn ich das irgendwann mal mit euch im Stream durchgeballert habe. Ich war ja sehr skeptisch, ob dieses Spiel überhaupt was für mich ist. Man hat ja immer wieder so erzählt, ja, so Souls-like, aber mit Shooter. Und ich so, oh, ne? Hab schon gedacht, das ist sowas wie, das wäre ja gut gewesen, sowas wie Returnal. Also ich habe gedacht, ich spiele quasi nochmal dasselbe Spiel. Aber Remnant 2 hat einen komplett eigenen Take und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte das Design und dieses Risk-and-Reward-System in Remnant 2 sehr, sehr gerne. Ich fand auch, das Shooter-Gameplay hat hier wirklich, wirklich toll reingepasst. Und es fühlt sich nicht immer an wie ein Ego-Shooter, sondern wie ein Action-Adventure-Game, in dem du halt verschiedene Arten hast anzugreifen, und Schießen ist halt eine davon. Ich fand, die Welten sahen grandios aus und ich hatte in den ersten ganz vielen Stunden super, super viel Spaß. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir da noch ganz viel Spaß mit haben werden, wenn wir das demnächst dann mal weiterspielen. Wonderful surprise! What do you want, Nefarious? We're going to a dimension where I always win! Es ist ja in der heutigen Zeit sehr, sehr selten, dass ein Spiel so wirklich von der Grafik her beeindruckt und vor allem von der Gestaltung her. Aber Rift Apart hat das halt komplett geschafft. Dieses flüssige, also eben nicht laden, sondern wie du von einer riesigen Open-World-Zone in eine riesige andere Open-World-Zone gehst und das ohne irgendwelche Ladezeiten, das ist schon ein technisches Wunderwerk. Stand jetzt habe ich noch nicht so den großen Bezug zu Ratchet & Clank. Das werden wir jetzt demnächst nachholen. Ich möchte das Original einmal mit euch demnächst spielen und da möchte ich Rift Apart noch einmal von vorne anfangen. Aber das, was ich bisher gespielt habe, hat wirklich viel Spaß gemacht. Das Einzige, was nur gefehlt hat, auch dadurch, dass ich es im Stream spiele. Im Stream ist es halt immer so, es fehlt so ein bisschen der Blick auf Story und auf Ruhe und ein bisschen die Musik, weil man halt viel am Labern ist, weil man den Sound ein bisschen, weil die Sound-Alerts kommen oder es können Raids kommen oder Dinge passieren. Und deshalb habe ich einfach, glaube ich, nicht so den Fokus auf dieses Game gegeben, wie das Spiel verdient hätte. Trotzdem bin ich sehr beeindruckt und sehr begeistert, was ich bisher von Rift Apart gesehen habe. Und da muss auf jeden Fall demnächst noch mehr kommen. Also demnächst mehr Ratchet & Clank hier auf meinem Kanal. Ach ja, dank dem Maurice habe ich im Moment viel zu viele Spiele dieser ganz, ganz besonderen, tollen Art, die komplett mein Geschmack und komplett mein Ding sind, die ich jetzt erstmal nach und nach spielen muss, denn sie sind oft leider so ein bisschen ein Streamkiller und deshalb prokrastiniere ich da mal so ein bisschen, sie im Stream zu spielen, aber muss ich sie vielleicht privat zocken. Eternal Noctis ist ein verdammt geiles Spiel und ich habe viele dieser Spiele aktuell noch im Backlog, die ich unbedingt beenden muss. Aber hier haben wir schon ein paar mehr Stunden auf der Uhr und das, was ich bisher gesehen habe, ist, oh mein Gott, ist das cool. Also Optik, geil. Ich habe viele andere Spiele gerade, zum Beispiel Prince of Persia fand ich ja noch viel besser. Oder jetzt habe ich zum Beispiel The Last Faith gespielt, was mir auch noch ein bisschen besser gefällt. Aber Eternal Noctis haut mich komplett um. Ich finde das sehr toll, wie sie hier mit diesem Feature mit Dunkel und
Hell ein bisschen gearbeitet haben und wie sie das Gameplay auch hier immer weiter erweitern. Ich bin ein absoluter Fan davon, wenn man ein cooles Movement hat und dann wird es nach und nach immer weiter verbessert und immer weiter erweitert. Es geht besser, ich habe bessere Spiele dieser Art gespielt, aber das hier ist jedenfalls definitiv ein sehr gutes Spiel und ich freue mich auch, dieses Spiel zu beenden. Mensch, bisher habe ich noch kein Spiel durchgespielt auf dieser Liste, ne? Mal gucken. When I moved to Haven Springs, I hadn't seen my brother Gabe in years. Alex! It's just so good to see you again. Welcome to Haven. Hier habe ich mal eins durchgespielt. Life is Strange 3 ist für mich definitiv unter den anderen beiden. Life is Strange 1 wird immer mein Favorite sein. Life is Strange 2 hat ja viele von der Story nicht so begeistert. Mich hat es komplett abgeholt und ich finde, Life is Strange 2 hat eine der besten, vielleicht die beste interaktive Geschichtenerzählung, die jeweils Spiele hatten. Einfach diese furchtbar geniale Art, auf eine unentdeckte Art und Weise, die Entscheidung deiner Charaktere zu beeinflussen, hat mich komplett abgeholt. Das war hier in Teil 3 nicht so. Teil 3 war eher so wieder klassisch, sodass du eben bewusst deine Entscheidung triffst und es ist immer relativ klar, was daraufhin passieren wird. Das Problem ist nur, warum das Spiel nicht höher landet, ist, dass ich finde, das Spiel nimmt sich zu wenig Zeit. Dieses Spiel hätte 5 Stunden mehr gebraucht, damit eben die Beziehung zwischen den Figuren sich ein bisschen mehr festigen kann. Ich bin kein Fan davon, wenn man sagt, hey, das ist hier deine neue Vaterfigur, das ist deine neue Love Interest und jetzt fühl bitte für diese Figuren. Wenn sich halt Menschen und Charaktere dir öffnen und komplett auf einmal mit dir auf bester Freund und so tun, die du gerade erst kennengelernt hast, weil es ist literally am nächsten Tag. Das Spiel findet innerhalb von ein paar wenigen Tagen statt und dafür hat das für mich nicht ganz funktioniert. Da ist es ein bisschen besser, wenn man Figuren nimmt, zu denen man eben schon eine langjährige Beziehung hatte, dann kann man das besser nachempfinden. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten, Optik, Musik in diesem Spiel und vor allem die Gestaltung der Stadt wunderschön und hat trotzdem immer noch eine tolle Story. Es hat mir sehr gefallen. Beim nächsten Mal würde ich mir nur wünschen, dass sich das Spiel ein bisschen mehr Zeit nimmt für Charakterentwicklung. But now I can find out what's really going on. You'll need help. I've got your back. Ich liebe es, wenn man einzigartige Spiele spielt. Spiele, die etwas tun, was ich so in dieser Form noch nicht gespielt habe. Und Stray hat mich da halt komplett abgeholt. Das war ein Geschenk und ich habe das sehr gerne angenommen. Und dann haben wir dieses Spiel gezockt und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist jetzt nicht so meine Art Game, weil man halt nicht wirklich aktiv viel tut. Sondern man hat, die Aufgabe ist es halt, dass du eine Katze spielst und dass du mit dieser Katze, mit einer Kamera auf dem Rücken halt einfach ein bisschen umhergehst und aber das macht's eben aus, dass du eben nicht jetzt eine Katze bist, die angreift, die mit den Katzkratzen irgendwie umherfaucht und dass du hier wilde Action hast, sondern dass du eben wie eine Katze halt deine limitierten Möglichkeiten hast und versuchen musst, die Rätsel eben mit deinen Möglichkeiten als Katze hier umherzugehen. Du hast natürlich später noch so ein paar technische Features, die dir dann aufgebunden werden auf den Katzenrücken, aber ansonsten ist es super toll, wie du durch diese Roboterstadt gehst, wie du nach und nach verstehst und entdeckst, was hier genau passiert ist und wie du lernst, dich als Katze zu bewegen und als Katze zu denken und es hat eine super tolle Story, es hat eine mega wunderschöne Musik und vor allem eine atmosphärische Musik und es ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Aber da man, wie gesagt, nicht so super viel aktiv tut, gab es andere Spiele, die mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht haben. Aber das ändert nichts daran, dass ich mich sehr über einen Nachfolger wünschen würde. Entweder Stray 2 oder Dog. Wie nennt man das dann? Heißt ja auch Stray Dog. Dann können Sie es einfach Stray 2 nennen. Ne? Everyone. They're gone. We came to save you. Normalerweise würde ein Tales-of-Spiel weiter oben in der Liste landen. Tales of Arise war in der ersten Hälfte ein grandioses Spiel. Super coole Charaktere, ich habe sehr mitempfunden, toller Hauptcharakter, tolle Prämisse, also eine tolle Beziehung, die zwischen diesen beiden Figuren aufgebaut wird. Auch weil der andere Hauptcharakter, also sie, hat ein sehr, sehr tolles Handicap
was sehr interessant ist. Und es ist interessant, wie sich die Figuren langsam öffnen, warum die Figuren so sind, wie sie sind. Tolle Bösewichte, tolles Setting, tolle Welt. Und dann auf einmal kommt so ein Riesenbruch. Und das hat mich sehr, sehr rausgeholt. Auf einmal war die Story super kryptisch, super abgefahren, hat überhaupt nicht mehr in das ganze Flair, in das ganze Feeling von der ersten Hälfte gepasst. Ich habe das Gefühl, da wurden sie nicht ganz fertig. Den DLC habe ich mir jetzt demnächst nochmal auf den Zettel geschrieben. Den will ich mir noch angucken. Da habe ich einen Key bekommen. Und bin mal gespannt, wie dann der DLC das Ganze löst. Spielerisch und von der Waffenauswahl her und von allem anderen her, von der Musik her, ist Tales of Arise auf dem Niveau, was die anderen Tales of Spiele hatten. Da mich aber, wie gesagt, die Story sehr, sehr rausgeritten hat in der zweiten Hälfte, hat mich da dann doch irgendwie das Gesamtspiel so ein bisschen mit einem komischen Gefühl zurückgelassen. Danon Liberation and the Renis Alma. Looks like we've got our work cut out for us. Ich finde, jede Konsole könnte ruhig mit so einem richtig tollen Spiel daherkommen, was auf der Konsole vorinstalliert ist und was einfach zeigt, was die PlayStation kann und einfach purer Spielspaß ist. Astros Playroom ist für mich mehr als einfach nur irgend so ein komisches Gedaddel, sondern wir hatten tatsächlich richtig, richtig viel Spaß. Spielspaß von aller Feinsten und es zeigt halt so toll, was der Controller kann, was man vielleicht in späteren Spielen noch einmal sehen kann, was der DualShock eben kann. Mega, mega toll. Und ich finde aber auch die ganze Aufmachung. Also die Figur ist super süß und es hat halt ganz, ganz viele tolle Easter Eggs. Es ist eine riesige Hommage an die Geschichte von PlayStation und sowas könnte Nintendo ruhig auch mal machen. Das würde ich dann auch mega feiern. Sony hat hier auf jeden Fall ein richtig starkes Brett vorgelegt und ich bin gespannt, ob sich andere vielleicht mal daran orientieren. Würde ich mir sehr, sehr wünschen. So war Astros Playroom einfach eine richtig, richtig tolle, spaßische Gameplay-Bombe mit einem tollen Nostalgie-Trip durch die Geschichte von PlayStation. Mega. Bitte sowas jetzt immer auf jeder neuen Konsole haben. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. God of War hat sich mittlerweile zu einem der besten Spiele unserer Generation entwickelt. Das einzige Problem ist, dass es sich für mich sehr angefühlt hat wie der Vorgänger. Das heißt, es hat sich für mich zu wenig verändert. Aber ey, die Inszenierung, ne? Oh. Also die, was, der God of War, wie die da ausrasten mittlerweile. Wie das direkt am Anfang abgeht. Also in beiden Spielen ja auch, ne? Direkt ein richtig geiler Bossfight, eine richtig tolle Prämisse. Ja, gern, die Beziehung zwischen den beiden Figuren hat mich komplett abgeholt. Das Gameplay passt. Es ist ein richtig, richtig starkes Spiel. Es ist eigentlich eine voll die 10 von 10. Wie gesagt, es hatte sich angefühlt wie God of War halt nochmal. Also wie so ein riesiger DLC davon, was aber jetzt nicht negativ gemeint ist. Aber ich habe mir gedacht, okay, spiele ich das Ding halt nochmal durch. Ich hatte wieder meinen Spaß damit. Aber auch da gab es noch ein paar Spiele, die mich mehr begeistert haben. Aber ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile fühle ich den Charakter halt auch. Also wie sie ihn hier dargestellt haben, die ganzen Dialoge, die Beziehung zwischen dem Sohn und die Charakterentwicklung, wie er synchronisiert wurde. Ich muss mittlerweile tatsächlich sagen, ich bin ein Fan von Kratos. Ich habe ja meine Beziehung früher nie so wirklich gehabt. Ich habe God of War 1, 2, 3 nie gespielt. Ich habe sie mal nachgeholt. Also habe mal reingeguckt, wie die Spiele sind. Aber die sind schlecht gealtert. Teil 3 jedoch nicht. Der geht immer noch voll ab. Aber jetzt gerade mit den PlayStation 4 und jetzt mit den PlayStation 5 God of War, einfach nur geile Spiele. Also ich muss sagen, doch, ich bin jetzt ein Fan von God of War. Kommst du mit uns? Magie, so schön wie auch mächtig, durchzieht unsere lange Geschichte. Diese Zusammengehörigkeit ist das Vermächtnis von Hogwarts. Im Gesamten gesehen ist dieses Spiel tatsächlich irgendwie nur mittelgut. Es hat super, super viel belanglose Stellen, es hat super viele Passagen, die echt so absoluter 0815 Open-World-Kram sind. Aber dann ist da eben noch der andere Part. Hogwarts ist einer der grandiosesten, einer der besten Schauplätze, die ich je in Videospielen genossen habe. Ich bin großer Fan der Harry Potter Filme, habe auch die Bücher bis zum 4. gelesen und ich immer wieder geguckt. Ich liebe Harry Potter. Und jetzt, als jemand, der die Filme verschlungen hat, immer und immer wieder, einmal wirklich durch das komplette Schloss laufen zu können
Und ich habe ja am Anfang nicht geglaubt, dass man wirklich das komplette Schloss, das komplette Gelände erforschen kann. Aber doch, kann man. Und zwar von A bis B, sogar das Umland, sogar Hogsmeade, sogar das komplette Umfeld, auch wenn es da nicht mehr so hinhaut. Aber der ganze See, die ganzen Klippen, von jedem Ort kannst du gehen und es ist komplett ausdesignt. Es geht nahtlos in sich über und es hat so einen Spaß gemacht, Hogwarts zu erforschen. Ob ich die Seiten gesammelt habe, Revelio, super witzig. Aber einfach, ich war in awe, ich war einfach erstaunt, wie viel Spaß es macht, dieses riesige, geniale Schloss zu erkunden. Du konntest ja auch in diese ganzen Orte betreten, die du vorher nie gesehen hast in dem Film. Ja, in vielen von diesen, ich sag mal, von den Aufenthaltsräumen, von den Häusern, warst du ja in den Filmen nie drinne. Hier hast du jetzt mal einen Blick da reinwerfen können. Und es ist einfach toll, wie jetzt alles mal ausdesignt wurde. Und vorher war es immer so, du hast halt zum Beispiel das eine Klassenzimmer gesehen. Und dann hast du gesehen, wie sie zu Hagrid gegangen sind. Aber alles dazwischen musstest du dir so grob zusammenpuzzeln. Und jetzt konntest du diese Wege gehen. Das heißt, du konntest wirklich von überall hin. Und das war einfach ein Traum. Der Rest, also die Story war gut. Das Gameplay hat Spaß gemacht mit den Zaubern. Aber auch da, was irgendwann hattest du halt raus, wie es funktioniert. Und dann war es halt, ich sag mal, dann war es irgendwie immer dasselbe. Aber völlig okay, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber dann, ich sag mal, das ganze Umland und so. Es hat immer noch Spaß gemacht. Aber der absolute Knaller war eben Hogwarts selber. Also für mich vielleicht der, aber auf jeden Fall einer der besten Schauplätze in Videospielen. Ich habe einen toten Astra Scout gefunden. Dieses Spiel habe ich gar nicht selber durchgespielt. Wir haben damals im Stream Returnal geballert und die Leute sind halt ausgerastet, weil ich so gut war in dem Spiel. Ich bin fast zum zweiten Boss komplett durch im ersten Try. Ich hatte wohl auch ein bisschen Luck mit den Drops. Trotzdem, es hat wirklich Spaß gemacht zu sehen, wie alle nur noch gehofft haben, dass ich endlich mal sterbe, weil es halt nicht normal ist, dass man so weit kommt im ersten Loop. Und dann haben wir noch ein paar andere gespielt und Returnal macht unfassbar viel Spaß. Ich mag dieses ganz, ganz besondere Setting, diese ganz, ganz düstere Stimmung. Und ich mag auch dieses Roguelike-System, was sie da reingebracht haben. In diesem wundertollen Kampfsystem, ähnlich wie Remnant 2. Wenn Shooter, in dieser Form mag ich Shooter tatsächlich. Also dieses Shooter-Gameplay. Returnal ist jetzt aber auch noch so, dass es mir auf persönlicher Ebene ein bisschen mehr auch noch bedeutet. Und deshalb landet es auch recht weit oben in der Liste. So ist das manchmal mit Nostalgie. Gewisse Spiele spielst du einfach unter gewissen Umständen, unter gewissen Bedingungen. Und dann verknüpfst du diese Spiele eben mit diesen wunderschönen Momenten, mit diesen wunderschönen Erinnerungen. Und deshalb ist Returnal bei mir ein bisschen überromantisiert und landet ein bisschen höher in der Liste. So ist das halt. Ich lasse da einfach mal mein Herz sprechen. Siehst du den weißen Schatten? Yes, I can see it. Fate intended for us to meet here. Sekiro ist das beste Pariersystem aller Zeiten. Aber das zweitbeste Pariersystem aller Zeiten, ja, das ist definitiv nicht Lies of P, sondern meiner Meinung nach ist das bisher beste Pariersystem, was ich je gespielt habe, abgesehen von Sekiro, Wulong. Dieses Spiel hat ein ganz großes Problem, was es für mich ein bisschen zurückhält, aber alles andere ist einfach auf so geilem Niveau. Es hat so viel Spaß gemacht, da durchzufatzen. Es hat so viele geile Waffen. Es hat so viele geile Möglichkeiten, mit ganz vielen Zaubern, ganz vielen Superfähigkeiten, dich zu individualisieren und deinen eigenen Spielstil zu finden. Die Bosse sind so gut und so genial. Einige sind ein bisschen over the top. Also einige sind wirklich sehr schwer, aber das macht der Team Ninja sehr, sehr gerne. Das war bei Nioh ja genauso, dass die gerne mal ein bisschen ausflippen. Auch wenn die wirklich krasse Schwierigkeit auch hier wieder im optionalen Bereich sitzt. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass man halt die Standarten immer alle sammeln musste. Aber manchmal waren die Standarten so assig versteckt und einige Gebiete waren auch einfach nicht spaßig, sodass es dann auch manchmal sich eher angefühlt hat wie eine eklige Arbeit, dass du jetzt die Standarten sammeln musst. Und ansonsten hast du halt einen unfairen Malus gegen die Bosse bekommen, die eh schon super schwer waren. Und das hat es ein bisschen zurückgehalten. Ansonsten wäre Wulong wahrscheinlich eines meiner absoluten Lieblings-Souls-Likes. Das hat es dann doch ein bisschen rausgezogen, da aber das Gameplay so viel Spaß macht und ich super Bock habe, Wulong nochmal zu spielen, landet es dann doch relativ weit oben hier in dieser Liste. Suffer as these warriors may. Their pain could be the foundation for a new age. Thank you.
es gibt manchmal so Spiele, die erfinden nicht das Rad neu. Und die machen jetzt auch nichts besonders krass, aber sie machen alles einfach sehr gut. Und Kena ist so eins dieser Spiele. Kena geht eine sichere Nummer. Kena hat eine wunderschöne Optik. Es hat eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sie erzählen und wunderschöne, süße Figuren. Und es hat ein echt gutes Gameplay. All das ist halt wirklich sehr gut. Es ist aber, in allen Bereichen gibt es an sich andere Spiele, die es besser machen. Aber ey, es ist ein süßes Spiel für zwischendurch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben es anderthalb Mal durchgespielt. Und es hat einfach einen gewissen Flair. Es hat so eine ganz gewisse Stimmung. Das Einzige, was wirklich weird ist, ist das Balancing. Ich habe es auf normal gespielt und teilweise sind dann einige Bosse wirklich unglaublich schwer. Also teilweise auch so ein bisschen broken schwer mit Hitboxen. Aber auf easy ist das Spiel halt absolut Brain AFK. Das ist ein bisschen seltsam. Teilweise greifen Bosse und Gegner dich überhaupt nicht an. Und das ist ein bisschen seltsam. Ich hätte halt gerne eine etwas, ich sag mal, moderatere Schwierigkeit gehabt. Aber easy war halt absolut lächerlich. Aber egal, das ist nur Kleinkram. Ansonsten würde ich mir sehr wünschen, wenn von diesem Studio noch was kommt. Im letzten Viertel ist das Spiel einfach absolut over the top genial. Die ganzen Bosskämpfe, die Musik, die Inszenierung, das Spiel rastet am Ende nochmal völlig aus. Und das ist auch der Grund, warum das Spiel sehr weit oben bei mir landet. Weil es ist dann eine wirklich tolle Reise, ein wirklich toller Trip durch ein schönes kleines Spiel für zwischendurch. Ihr könnt selber wählen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr das spielen wollt. Da fehlt überall noch so ein kleines bisschen Polishing. Aber wie gesagt, am Ende einfach nur mega geile Arbeit. Und es bleibt mir einfach sehr, sehr schön in Erinnerung, das Spiel. Bitte mehr davon. Move on. The path of a spirit guide is a lonely one. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Schon bald werden sie verhungern. Und die Maschinen, die uns helfen sollten, sind außer Kontrolle. Ach, Horizon. Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn sind zwei meiner liebsten Open-World-Spiele und gehören mit zu meinen Lieblingsgames. Ich liebe die ganze Geschichte, ich liebe die Figuren, ich liebe die Charaktere und ich mag einfach sehr, sehr gern, wie sie diesen Loop innerhalb einer Open-World gebaut haben in den Horizon-Spielen. Ich finde einfach, dass das Balancing zwischen Maschinen finden, Maschinen farmen für eben deine Waffen-Upgrades, Maschinen später aber auch überbrücken und dass du dann halt Monster-Camps findest, um eben gefährliche Maschinen zu überbrücken, Jägerlager und Banditen-Camps und Trainingslager, die dir alle ihre Vorteile bringen oder dass du einfach gewisse tolle Teile finden möchtest, damit du da irgendwie die nächste tolle Waffe dir bauen kannst. Viele verschiedene Arten von eben Schusswaffen, aber auch Nahkampfwaffen diesmal. Du kannst hier auch, wie gesagt, mit den Maschinen diesmal kämpfen. Es ist einfach super toll, dass hier beide Spielstile sehr, sehr stark unterstützt werden. Ich war natürlich absolut der Bogen-Nerd, habe mir natürlich meinen langen Präzisionsbogen gebaut und hatte übel Spaß, nach dem Besten davon zu fahren. Und die Welt ist so unglaublich schön designt. Ich finde, es spricht einfach für Spiele, wenn du Orte findest, die einfach so weit ab der Story liegen. Also da hast du wirklich 15 Minuten einfach raus in die Walachei und auf einmal siehst du einen unglaublich schön designten Ort. Eine kleine Oase mit Wasserfällen und so einfach wunderschön. Und die meisten Spieler sehen ihn vielleicht nie, weil niemand da hingeht. Und trotzdem wird sich die Mühe gemacht, diese Welt und dieses ganze Spiel so schön zu gestalten. Und da setzt Horizon wirklich tolle Maßstäbe. Das Einzige, was ich an diesem Spiel nicht gut fand, ist, dass die Story, by the way, mega, mega geil, hat mich auch übelst abgeholt und ich freue mich auf das, was demnächst noch passiert. Es war ja wieder offen. Aber das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass dieses Mal die Open World tatsächlich in Abteilungen irgendwie unterteilt wurde. Das fand ich schade. Es gab teilweise richtig große Gebiete, wo einfach nur eine Wall davor war, weil du noch nicht die richtige Story Progression hattest. So ist es teilweise leider vorgekommen, dass ich Spaß hatte, die Welt zu entdecken, irgendwelche geheimen Orte zu irgendwie hochzuklettern und auf einmal war eine unsichtbare Barriere und ich durfte halt nicht weiter und dann konnte ich den ganzen Weg zurück und das war einfach so ein bisschen Und das hat dann irgendwann den Spaß geraubt, die Open World frei zu erforschen, weil du musstest erstmal Story spielen und tatsächlich die Story einfach immer bis zu einem sehr weiten Punkt weiter hinten, bis du dann den Rest wieder erkunden durftest. Das hat so ein bisschen das Feeling von Open World kaputt gemacht. Das war bei Horizon Zero Dawn besser und trotzdem gibt mir dieses Spiel unglaublich viel und ich packe es gerne auf Platz 4.
Ja, bei der Ankündigung bin ich natürlich komplett ausgeflippt. Ich liebe ja generell die Souls Games und ich hätte halt nie gedacht, dass wir einen Remaster oder einen Remake bekommen von Demon's Souls. Gefordert habe ich einen Remaster, einfach damit man dieses tolle Spiel wieder auf den aktuellen Plattformen in ein bisschen flüssiger und ein bisschen schöner vielleicht spielen kann. Stattdessen kam dieses geile Remake. Bluepoint sind einfach gerade die Götter von Remakes in dieser Art. Sie haben ja schon mit Shadow of the Colossus ein riesiges Ding geliefert und ich bin sehr gespannt, was das nächste Remake von Bluepoint wird. Wenn sie Dark Souls 1 machen, dann ist kein Halt mehr, dann raste ich völlig aus. Bloodborne wäre natürlich auch sehr gewünscht, aber da muss nicht Bluepoint ran. Weil Bloodborne ist an sich perfekt. Da reicht ein Remaster, wo sie dann einfach das mit den Blutfiolen beheben und das Spiel einfach wieder toll auf 60 FPS spielbar machen. Ansonsten muss an diesem Spiel nichts verbessert werden. Bei Dark Souls 1 ist noch sehr viel Luft nach oben tatsächlich. Und wenn ich das Original wirklich sehr gerne gespielt habe, so spiele ich das Remake jetzt tatsächlich noch viel lieber. Auch wenn ein bisschen dieses richtig dunkle, düste, dreckige so ein bisschen weggegangen ist. Sie haben es tatsächlich ja sehr modernisiert. Und manchmal ist das Gameplay jetzt ein bisschen geleckter, während das andere sehr rudimentär war. Es hat auf jeden Fall auch seinen Stil. Aber ich liebe das Remake. Sie haben halt so viel überarbeitet. Sie haben die Bosse teilweise so mega geil überarbeitet, dass der Flamelurker jetzt einer der besten Bosse ever ist, während er vorher einfach nur broken und unfair war. Aber auch Erland und so, sie haben so viele tolle Bosse da wirklich gemacht. Und das Spiel streut einfach von Leuten, die wussten, was sie da machen. Und die wussten, wie man ein tolles Spiel in ein perfektes Remake packt. Die ganze Inszenierung, die ganze Optik, es ist eines der schönsten Spiele auf der PlayStation 5 immer noch. Und es ist ein absoluter Traum in jeder Form. Und ich habe das Spiel schon öfter durchgespielt. Ich liebe es, dass sie den Firestorm genauso broken gelassen haben, wie er damals war. Und da ist einfach mit sehr viel Verständnis rangegangen, wie man eben mit der Originalquelle ein tolles Remake macht. Und gerade deshalb bin ich hyped darauf, was Bluepoint macht. Am meisten wünschen würde ich es Dark Souls 2, weil das Spiel an sich so viele tolle Ideen hat und einfach nur einmal richtig gut überarbeitet werden muss. Aber wenn Dark Souls 1 kommt, dann raste ich völlig aus. Also Bluepoint, bitte, bitte mehr von diesem wunderschönen Remake. Demon's Souls, mein Platz 3. Sehr frisch auf der Liste, sehr, sehr stark und definitiv eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, ist Prince of Persia. Ich bin immer noch begeistert davon, ich denke immer noch an das Spiel, ich höre mir immer noch die Musik an und ich habe immer noch dieses, immer wenn ich einen Controller sehe, ich habe immer noch dieses geile Gefühl von Fatz, Fatz, Fatz. Ich fühle und denke immer noch zurück, wie toll es sich angefühlt hat, in Prince of Persia durch die Welten zu fatzen. Das Spiel fängt halt super easy an, es hat eine super tolle Story, eine mega coole Inszenierung, die ich komplett gefühlt habe, eine Optik, die seinesgleichen sucht, da gibt es so tolle Welten, ja. Ein bisschen viel, teilweise auch natürlich dunkel, düster unten in den Kerkern und so, aber das ist halt auch Prince of Persia und trotzdem haben sie sich nicht nehmen lassen, so mega geile Orte zu designen, so viel Fantasie da reinzubringen. Auch eine tolle Inszenierung, tolle Sprachausgabe, tolle Figuren, aber der Knaller ist natürlich, sind die Bosse und die Boss-Themes und natürlich das gesamte Gameplay. Die Bosse sind mit die besten Bosse, die ich je gespielt habe. Und zwar alle durch die Bank weg. Da ist keine irgendwie Kartoffel dabei. Und mit, wie gesagt, oh, ich liebe diese Bosse. Ich denke so gern zurück. Ich will die unbedingt nochmal spielen. Ich freue mich schon drauf, das Spiel demnächst nochmal durchzuspielen. Irgendwann bald mal, wenn es so ein bisschen abgesackt ist. Das Ding ist, es macht ja schon am Anfang Spaß. Und dann habe ich mir gedacht, wow, was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt noch eine neue Fähigkeit. Ich so, ja, okay, die habe ich erwartet. Dann habe ich meinen Doppelsprung bekommen. Und dann kamen halt immer mehr Fähigkeiten dazu. Und ich so, wow, wie geil. Aber das Geniale ist, und was das macht es eben zum Meisterwerk, dass das ganze Spiel nicht nur in Metroidvania-Manier so perfekt auf diese Fähigkeiten ausgearbeitet ist, sondern dass du jedes Mal, wenn du eine Fähigkeit bekommst, dann erweitern sich die Bosse, dann erweitern sich die Ansprüche und die Challenges halt genau um diese Fähigkeit. Und es wird halt jedes Mal direkt abgefordert. Und du denkst dir jedes Mal, ja, geil. Das macht so viel Spaß. Auch die Bosse, die kommen, die sind halt so schwer, weil du halt jedes Mal dich erinnern musst, was kannst du, welche Fähigkeiten kannst du nutzen. Und das ist ein absolutes Fest gewesen. Spielerisch eines der besten Spiele aller Zeiten und alles andere kommt einfach nur on top dazu. Und deshalb hat es das tatsächlich hier auf Platz 2 geschafft, meiner liebsten PlayStation 5 Spiele. Platz 1 wird wahrscheinlich keine Überraschung.
of the Elden Ring. Elden Ring ist eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Elden Ring ist ein absolutes Meisterwerk der Videospielgeschichte, hat neue Maßstäbe gesetzt für Open World, ist eins meiner liebsten Souls Games. Ich habe über 2000 Stunden mittlerweile in diesem Spiel. Ich habe das Spiel Stand jetzt, außer mit drei Waffen, mit jeder Waffe, mit jeder Spirit Ash, also mit jeder Geisterasche, mit jeder Kriegsasche, mit jedem Zauber, mit jeder Anrufung, mit allem, was es gibt, mit jedem Schild, selbst ohne Waffen, selbst Speedrun, selbst irgendwie mit allem von Anfang bis Ende durch, also nicht nur ausgetestet, sondern von Anfang bis Ende durchgespielt. Drei Waffen fehlen mir noch und ich liebe dieses Spiel. Ich verstehe selber nicht, warum ich immer wieder so viel Spaß daran habe, aber ich liebe das Spiel von vorne bis hinten und ich werde euch jetzt entlassen. Ich werde nicht schon wieder minutenlang über Elden Ring schwärmen. Ich denke mal, das habt ihr in der Zeit oft genug von mir gehört. Wen das mehr interessiert, es gibt genug Videos davon hier oder auf meinem Souls-Kanal, wo ich ein bisschen über Elden Ring schwärme. Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now! In dem Sinne, meine Lieben, das waren meine liebsten 20 PlayStation 5 Spiele. Ich war sehr überrascht, dass ich noch keine Liste hatte. Jetzt haben wir eine, auf der können wir aufbauen und vielleicht gucken wir in ein oder zwei Jahren hierauf zurück und vielleicht wird die Liste ein bisschen erweitert. Mal gucken, wie das mit der Switch demnächst aussieht, wenn wir die Switch 2 irgendwann mal haben und ich mache eine Abschlussliste zur Switch. Mal gucken, ob sich da viel verändert hat. Ich glaube ja. In dem Sinne, meine Lieben, wie sehen eure Listen aus? Was sind eure liebsten PlayStation 5-Spiele? Habt ihr gar keinen Bock auf die Konsole? Viele sagen ja, sie haben noch eine PS4, das reicht ja, weil die richtig, wirklich exklusiven Spiele kommen jetzt so langsam erst. Aber ey, setzt einfach aus bis zu PS6. Ich hatte sehr viel Spaß mit der PS5 und ich liebe die Konsole absolut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tim sagt tschüss, haut rein, ciao.